Du kannst entscheiden, wo du arbeiten willst, nicht ob du arbeiten willst. Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, zu einer neuen Foto-Freunde-Folge. Und herzlich willkommen aus unserem neuen Labor. Das erste Mal seht ihr uns jetzt in einem offiziellen YouTube-Video hier. Das stimmt. Wer auf Instagram schon reingeschaut hat, da haben wir ja sonntags um 11 Uhr immer eine kleine Live-Show. Der hat es schon mal gesehen. Zweimal. Heute zeigen wir euch, wie wir unser Labor eingerichtet haben. Und wir haben einen Special Guest dabei. Ja, wie ihr ja schon gesehen habt, hat uns niemand Geringeres als Steffen Schüngel persönlich beraten, was das Labor angeht. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen viel Spaß. Bleibt drin und seht, was der Analogpapst sagt. Wer einen Raum als Dunkelkammer umfunktionieren will, der muss sich natürlich irgendwann mit dem Problem auseinandersetzen, wie kriegt er das Tageslicht raus aus dem Raum? Nein, Quatsch, wie kann er verhindern, dass das Licht in den Raum hereinkommt? Und ich habe mir gedacht, vielleicht kann man da ja mit, weiß ich nicht, irgendwie einem Vorhang oder was arbeiten. Ja, und vor allem, wir haben ja Fenster, die aufmachbar sind, also einen Zwischenraum haben, man da irgendwie was dazwischen räumen kann. Die Frage ist halt, ob eine einzige Sache ausreicht oder ob vielleicht mehr hilft. Das mit zwei Stufen zu versuchen, halte ich für weitaus erfolgsversprechender. Wenn man mit der ersten Stufe schon mal 70, 80, 90% Licht ausgeblendet kriegt, dann muss man sich in der zweiten Stufe mit weitaus weniger rumschlagen und dann kann man im Prinzip ein bisschen schlampiger arbeiten, weil das dann schon reicht, um alles aus. Also wenn man die Möglichkeit hat, erst im Flur Licht auszuschließen und dann mit der letzten Tür den Rest, ist das top. Wenn ich die Möglichkeit habe, draußen vorm Fenster irgendwas zu machen und dann drin vorm Fenster nochmal eine zweite Stufe hinterher machen kann, top. Wir hatten Glück. Diese Fenster lassen sich spalten und so konnten wir zwischen die beiden Fenster Wellpappe einklemmen. Für uns war das die beste und vor allen Dingen günstigste Variante, auch wenn es nicht direkt zwei Wege sind. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit der Ausstattung im Labor, und zwar vom Vergrößerer über das Objektiv bis hin zur Beleuchtung. Beginnen wir doch einfach mal mit der Schaltuhr. Ich habe irgendwann sogar eine Sorte Schaltuhr für alle Vergrößerer mir beschafft. Ich wollte halt was mit Drehknopf haben in der Mitte und nicht zum Rauf- und Runterdrücken, und das sollte schon halbwegs digital sein. Ich habe vorher so eine mechanische Drehdingsuhr gehabt und da warst du so schnell mal mit der Zeit verstellt und dann wusstest du nicht mehr, aber was war das denn jetzt gerade? Nee, fand ich doof. Aber wir wären ja nicht die Fotofreunde, wenn wir nicht auch ein mechanisches Modell hier im Angebot hätten. Was sich letztlich in unserem Laboralltag durchsetzen wird, wird sich zeigen. Wir werden euch berichten. Für unsere Axomaten haben wir mittlerweile die Auswahl zwischen Kondensator und Mischkopf. Die Frage ist, ist es sinnvoll, mit dem Kondensator zu arbeiten, wobei man ja für das Multigrad-Papier dann umständlich die Filter verwenden soll, oder nehme ich einfach den Mischkopf und kann dort alles selber einstellen? Ja, wenn du wirklich hackscharfe Bilder willst, dann kommst du um Kondensator nicht rum. Ich mache zu 99% Manual Split Grade, aber würde das nie mit einem Mischkopf machen. Also ich mache das mit Unterlegfiltern oder mit Schubladenfiltern. Mir ist das zu lästig, das irgendwie am Mischkopf einzudrehen oder einzustellen, auch wenn das geht. Für die Meopta-Vergrößerer gibt es dreierlei Objektive. Angefangen mit dem Belar über das Anaret bis hin zum Meogon. Wie wichtig ist ein hochwertiges Objektiv für den Vergrößerer? Ich glaube, dass bei Formaten unterhalb der A4-Größe das kein sonderlich relevanter Faktor ist. Je größer ich werde, desto kritischer wird das Objektiv sich bemerkbar machen. Auch gerade mit dem Lichtabfall zu den Rändern hin, auch mit der Schärfe und vor allen Dingen auch mit der Planwiedergabe der Fokusebene. Ja, dann blende ich halt zwei Blendenstufen ab. Mehr habe ich ehrlich gesagt nur abgeblendet, um die Zeit zu verlängern. Aber auch da bin ich noch nie über vier Blendenstufen hinausgekommen.
Jetzt, wo wir das Licht ja eigentlich ausgesperrt haben, brauchen wir aber trotzdem irgendwie Licht, um zu arbeiten. Und da haben wir bis jetzt zwei verschiedene Arten von Lampen verwendet. Einmal die Natriumdampflampe, die an sich ja sehr lange hält, aber da leider die Lampen nicht mehr ersetzbar sind. Und hier auch noch andere Leuchten mit normalen 15 Watt Glühbirnen drin. Wenn ich eine feste Dunkelkammer mir einrichten würde, würde ich tatsächlich auf LED-Beleuchtung gehen. Bei 660 Nanometern wachsen bestimmte Pflanzen besonders gut. Deswegen gibt es online diese Pflanzlampen zu kaufen. Angeblich haben die bei 660 Nanometern ihren Peak und senden unterhalb von 600 Nanometern gar kein Licht mehr aus. Rein theoretisch müsste dieses Licht perfekt geeignet sein für die Dunkelkammer. Ob dem so ist, wir finden es heraus und berichten euch. In unserem dritten Teil beschäftigen wir uns noch mit dem ganz, ganz großen und wichtigen Thema Staub und was man machen sollte, um möglichst staubfrei zu arbeiten. Du kannst entscheiden, wo du arbeiten willst, nicht ob du arbeiten willst. Ansonsten versuche ich, Staub von vornherein zu vermeiden. Das heißt, ich gehe nur ohne Klamotten in die Dunkelkammer. Nein, das ist nicht. Aber wenig Stoff in der Dunkelkammer hilft schon. Ja. Nicht an einem selbst, aber vielleicht müssen es in der Dunkelkammer nicht der Flocati-Teppich und dann muss es vielleicht nicht die Vorhänge sein. Und man muss auch nicht irgendwo noch Ziertischdeckchen hinlegen. Das geht in der Dunkelkammer auch mal ohne. Und von daher alles, was ich verbanne von vornherein aus der Dunkelkammer, was Staub erzeugen kann, macht mir das Leben leichter. Staubfreie Negative sind eine Kunst für sich. In diesem Video haben wir euch mal gezeigt, wie wir dem Staub mit einem Staubsauger zu Leibe rücken. Manchmal, gerade in der Nacht, wenn man vergrößert, ist das jedoch schlecht. Dafür gibt es einen Blasebalg. Da kauft man nicht einen von, sondern da kauft man fünf. Die werden dann so lange gestreut, bis man nie mehr einen sucht. Manchmal sitzt der Staub aber so fest, dass man mit dem Blasebalg keine Chance hat. Eins meiner Lieblingsgetränke. Ist auch großartig, wenn man mal zum nur dran riechen. Da ist so viel Lösungsmittel drin, das macht dir gleich das Hirn klar. Kann man Filme wunderbar mit abwischen. Das steht hier bei mir direkt in Verbindung mit dem Scanner. Mhm. Deshalb steht es da unten. Und das kann wirklich was. Also das taugt was. Ist teuer. Mindestens so ärgerlich wie Staub auf dem Negativ ist Staub auf dem Positiv beziehungsweise Staub auf dem Fotopapier. Wenn ich belichte, dann mache ich immer einmal mit einer Pappe, die ich so zum Abwedeln habe oder zum Abschotten bei meiner Belichtungsreihe, mache ich einmal so einen Windstoß Richtung Papier oder Richtung, nicht so stark, dass es Papier wegfliegt. Bitte das vermeiden. Wenn der Vergrößer erst nicht dreckig wird, musst du ihn auch gar nicht sauber machen. Ich stülpe über meine Vergrößerer bei Nichtgebrauch schlicht und einfach Müllsäcke. Biomüllsäcke aus verstärktem Gewebe, die halten auch die scharfkantigen Ecken ein bisschen besser aus. Und dann ist das Ganze schon mal safe. Wie es mit unserem Labor weitergeht, das werdet ihr in den kommenden Wochen sehen. Schaut doch auch mal auf Instagram vorbei. Am Sonntag um 11 sind wir da nämlich wieder live. Da poppen wir quasi auf. Ja. Ihr könnt gerne davor und danach auf Instagram mit dem Hashtag Foto von dem Muck Bilder teilen. Die sehen wir uns auch ganz, ganz gerne an und geben auch gerne Herzen weiter. Apropos Herzen. Lieber Steffen, vielen, vielen Dank, dass du uns beraten hast. Vielen, vielen Dank, dass du ja einfach mit uns dieses Video gestaltet hast. Und so viel Zeit genommen hast auch. In der Tat. Es hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, dann gebt uns gerne ein Like, abonniert uns und schaut nächste Woche wieder vorbei. Tschüss. Bis gleich. Und wir sind mit einem super Skoda aus der Tschechoslowakei hierher gefahren. Ja, das Mazda war gut. Achso, verdammt. Ich habe vorher gedacht, das wäre ein Skoda. Nee, aber ist egal. Schade, ich wäre lieber mit einem Skoda hierher gefahren. Das hätte zu unserem Leopter gepasst. Das ist das Keyless Go. Wenn der Fahrer zu weit weg ist, dann geht es nicht mehr auf. Mama? Das brauchen wir dringend. Das sind unsere Mikrobiologieunterlagen.